Moinsen meine Lieben, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Early Access zu The Crew 2 Season 9 Episode 1. Und als allererstes muss ich natürlich sagen, Dankeschön an Ubisoft für die tolle Chance und die Gelegenheit, euch mal wieder vorab ein bisschen Content zeigen zu können, was uns ab morgen in dem Update so erwartet. Bei euch muss ich mich natürlich auch noch kurz entschuldigen, dass meine Stimme immer noch so im Arsch ist. Ich kann nichts dagegen machen, es hilft einfach nichts. Wir werden uns heute also in aller Genauigkeit mal wieder angucken, was ab morgen so drin ist. Wir wissen, dass das hier ein dickes Update ist, das morgen auf uns zukommt und deshalb werden wir uns ganze 8 Videos gönnen. Ich werde euch 8 Videos vorproduzieren, die ihr euch angucken könnt. Davon eins als Übersicht mit dem generellen, worum es in der Season geht, mit dem Motorpass, der kommt und mit der Summit Overview, also den nächsten 4 Summits, die wir erwarten können. Im zweiten Video dreht es sich dann darum, welche Fahrzeuge so neu in der Season kommen werden oder auch wiederkommen werden und wie man die ganze und ab wann man die ganzen Fahrzeuge erhalten können wird. In Video 3 und 4 und 5 und 6 geht es dann um die verschiedenen Stories, die ins Spiel reinkommen. Ja, ich habe schon mal gesagt, wir kriegen wieder Storylines, 4 Stück an der Zahl und die werden jeweils ein eigenes Video bekommen, direkt mit Lösungen, wie ihr die von vorne bis Ende abhandelt. Und dann werden wir uns in Video 7 dem wohl wichtigsten Punkt zuwenden, nämlich dem Racetrack Editor, also wie man eigene Rennen erstellen kann, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert. In Video 8 kümmern wir uns dann um das neue Event, das Live Extreme Series Event, das im Spiel vorhanden sein wird, ab morgen. Und dann sind wir auch schon für heute durch. Schon, in Anführungszeichen. Das ist eine ganze Menge Holz. In dem jeweiligen Videotitel findet ihr die Beschreibung Teil 1 bis 8. Das sagt euch jeweils schon, wie ich das Ganze von der Reihenfolge her aufgebaut habt, wie ihr das guckt, ist ganz eure Sache und geht mich einen Scheißdreck an. Ich wünsche euch bei jedem einzelnen davon natürlich viel Spaß. So, meine Lieben, egal ob nun zum Nachfahren oder nur zum Kontrollieren, ob ihr ein ähnliches Tempo habt wie ich, wir gucken uns jetzt hier in Video Nummer 4 von diesem Early Access die nächste lange Storyline an, wo wir uns, wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst aus dem zweiten Video, den Land Rover Defender sichern können. Ja, für viele von euch wahrscheinlich kein ultra interessantes Fahrzeug, aber im Endeffekt lohnen wird es sich trotzdem, weil wir können ihn ja auch dann irgendwann in The Crew Motor Fest übernehmen. Also nehmen wir uns den auf jeden Fall mit. Ich starte wie immer einen Timer und wir werden gucken, wie lange ich dafür brauche. Die letzte lange Story haben wir in unter 50 Minuten geschafft. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob wir das hier auch halten können. Also starte ich den Timer, wir gehen wieder ins Spiel und starten die Storyline. Ich werde zwischendurch auf jeden Fall einige Male was trinken. Sieht auf jeden Fall nach viel Offroad aus, wir bleiben aber erstmal beim Bugatti. Schritt 1, Pierces Tagebuch. Tag 1, also los. Gleich mache ich mich mit meinem besten Kumpel, dem Defender, auf eine aufregende und gefährliche Reise zur Pazifikküste über die nördlichsten Berge, komplett Offroad. Seit meiner Kindheit bin ich Naturliebhaber und Entdecker. Ich kann es kaum abwarten. Okay, also der Wohnwagen in Pilsen, Chicago. So, wir sehen Chicago komplett im Hintergrund. Wir sind offensichtlich ganz am Rand. Das ist eine sehr eckiges Ende der Stadt, also ne, ganz in der Ecke der Stadt. Ich versuche mir mal das mittlerste Gebäude auf der Karte einzuprägen, was ich da sehen kann. Und dann gucken wir einfach mal. Die Frage ist jetzt, soll ich das Ganze dann auch Offroad machen? Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie das Ganze aufgebaut ist, ob das sinnvoll ist. Also, Chicago, wir gucken auf die Skyline. Ich will erstmal, da ist Pilsen hinten. Das heißt, hier sind wir schon mal im richtigen Stadtteil. Da ist das Gebäude, was ich gesucht habe. Und jetzt suche ich die Straße und das wird dann hier sein. Right, und da ist unser Wohnwagen, also müssen wir hier starten. Der Startpunkt können wir uns ja immer teleportieren, das heißt, da müssen wir jetzt nicht groß drauf achten. Ich gehe hier einfach kurz zum Slalom, zum Flugzeug wechseln. So, das dürfte passen. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Aus! Oh. Autsch, aber passt. So, hier ist der Wohnwagen. Und ab hier zählt's, genau in der Ecke, okay. Dann los, Schritt 2, Vorräte anlegen. Tag 2, habe in einer Stadt namens Dowland gehalten, um einzukaufen. Nichts Besonderes, aber wenn man 10 Tage allein in der Wildnis verbringen will, muss man auf alles vorbereitet sein. Jetzt geht es los ins Hinterland. Heute Nacht schlafe ich in den Badlands. Okay, das heißt, von hier fahren wir zum Outdoor-Laden in Dowland. Und das ist in der Nähe von den Kansas-Sonnenblumenfeldern südwestlich von Chicago. Boah, kompliziert, hör mal. Wir sehen auf jeden Fall Chicago noch im Hintergrund. Südwestlich von Chicago haben wir einen Ort, der ist This. Das ist natürlich super. Ist This
Ja, this ist das, wo wir hin müssen. Warum auch immer, da ist der Name ein wenig verbuggt offensichtlich. Also das wird bei euch wahrscheinlich nicht so sein. Und dann gucken wir mal hier. Chicago war im Hintergrund, habe ich gesagt, ne? Fish and Hunt Discount, das sieht nach einem Offroad-Laden aus. Den Wegpunkt setzen wir uns. Und das ist ja noch recht viel Straße. Also bleiben wir bei Bugatti und ziehen das mal ganz gepflegt durch, würde ich sagen. Schritt Nummer zwei, wir sehen uns beim Outdoor-Laden. So, wir erreichen den Outdoor-Laden von Dolan. Keine Ahnung, warum der Typ sich einfach in Chicago eingekauft hat, wenn er da losgefahren ist. Aber das ist ja nicht unser Problem, ne? So, Schritt Nummer 3, ein Vollmond-Schlaflied. Tag 3, die Badlands. Ein treffender Name. Keine Stunde, nachdem ich mein Nachtlager aufgeschlagen hatte, ist ein Blitz in einen Baum eingeschlagen, der dann nur ein paar Meter vom Defender umgestürzt ist. Während ich das hier schreibe, kann ich Wölfe heulen hören. So müsste jeder Trip anfangen. Heute Nacht werde ich wie ein Stein schlafen. Also ich würde da irgendwie gar nicht schlafen, aber okay. Wir wollen von hier zum Lagerfeuer in den Badlands westlich von Chicago. Wir sehen diese Felsenformation und eine lange weitläufige Kurve um dieses Lagerfeuer drumherum. Das machen wir uns jetzt zunutze. Also, wir wollen in die Badlands. Die sind leicht nordwestlich von hier. Das haben wir schon gesehen. Und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir straßentechnisch. Ich würde mal sagen, hier ist eine weitläufige Kurve oder hier. Aber die sind in die falsche Richtung. Vielleicht denke ich auch zu groß und die Kurve muss gar nicht so weit sein. Aber hier, das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, mit der Stadt im Hintergrund, würde ich sagen. Jo, Lagerfeuer. Mit umgestürztem Baum sogar direkt. Und in The Crew regnet es. Das passt doch mal göttlich. So, und ich würde tatsächlich sagen, da bleiben wir auch auf der Straße, weil bis kurz davor haben wir Straße. Wäre Schwachsinn, jetzt Offroad zu fahren. Da das Wetter in The Crew gerade eh so scheiße ist und ich euch das ersparen will, witzigerweise regnet es bei mir gerade auch wirklich, werde ich jetzt einfach schon mal dahin fahren und ihr dürft wieder entspannt einen kleinen Cut genießen. Wir sehen uns also in 7 Kilometern. So, wir nähern uns dem Ziel und weil das jetzt hier so eine Felsformation ist, wo wir ja oben drauf müssen, versuche ich jetzt mal hier irgendwie außen rum zu fahren. Und ich denke, hier kommen wir hoch und dann passt das, oder? Na, nicht in den Baum. Ja, das sieht gut aus. Wir sind da. Hallo. Muss man hier um die Bäume rum. Da ist es. Zählt auch. Perfekt. Abgeschlossen. Schritt Nummer 4. Ein alter Geysir. Tag 4. Heute bin ich durch das Vorgebirge des Yellowstone gefahren. Habe einen Geysir gesehen, der 130 Grad heißes Wasser ausgespuckt hat. Kaum vorstellbar, dass unter meinen Reifen ein Supervulkan schlummert. Die Natur ist so unglaublich gewaltig. Das ist wohl richtig. So, der Geysir in Yellowstone, westlich von Chicago. Ja, heiliges. Wo suche ich den denn? Hier ist Yellowstone. Wo finde ich denn hier jetzt den Geysir? Okay, direkt bei dem Rennen hier. Yellowstone. Da ist der Geysir, nehme ich mal an. Ja, gut. Gibt es hier eine Brücke? Sage mal, wo der mich da drüber lenken will. Nee, ne? Dann würde ich lieber über die Straße kommen. Dankeschön. Und das ist fast alles wieder Straße. Also wieder kein Offroad, wieder kein Grund, das Auto zu wechseln. Wir bleiben bei dem neuen schönen Bugatti. Aber wir müssen wieder ein Landfahrzeug nehmen, was ich gerade gar nicht so befürworte. Ich würde gerne mal fliegen. Aber gut, nehmen wir und ich erspare euch wieder den Rest. Für mich ist es eine kleine Tour, für euch ist es nur ein kleiner Katzensprung. Und deshalb würde ich sagen, wir machen unseren Sprung Offroad in 3, 2 und 1. So, und da sind wir auch schon am Yellowstone Geysir. Tada! Total schnell erledigt. Wir sind bei 12,5 Minuten und bei Schritt Nummer 5, ein Drittel ist geschafft. Wir kommen sehr schnell voran. Der nächste Schritt, die gefrorene Auffahrt. Das wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Tag 5. Heute Nachmittag habe ich eine gefährlich steile Steigung zum Gipfel genommen. Aber mit einem V8 und 405 PS hat sich der Defender wie eine Bergziege festgehalten. Dann kam plötzlich ein Schneesturm auf. Ich habe in einer alten Hütte Schutz gesucht. Der Schnee liegt da draußen schon gut einen Meter hoch. Ich genieße jede Sekunde. Okay, wir suchen das verlassene Haus am Nordeingang des Glacier Nationalparks. Ja, juhu, ganz oben irgendwo auf dem Bergkamm. Am Nordeingang des Glacier Nationalparks. Also ich würde sagen, das ist ja auf jeden Fall hier oben am Berg, right? Also hier ist der Nordeingang und wir suchen das verlassene Haus oben auf der Klippe. Ich wünschte, ich hätte mir gerade das Bild genauer angesehen, aber. Also, wir haben einen kleinen Drecksweg, einen kleinen Pfad, also irgendein kleiner Weg. Das heißt, ich würde mit diesem Weg hier einfach mal einen Blick behalten, wenn der für mich schon wieder zu dick aussieht. Oh mein Gott, das ist es. Oh mein Gott.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir hier hoch müssen. Das heißt, ich nehme jetzt auf jeden Fall ein Rallye-Auto. Da kommen wir mit dem Bugatti nicht hoch. Und ich habe keinen Bock, jetzt eine Straße zu suchen, die dahin fährt. Nee, nee, wir nehmen definitiv jetzt ein Rallye-Raid-Auto, einfach um sicherzugehen, dass wir da sauber oben ankommen und uns da nicht ewig und 3 Tage dann festfahren. Also nehmen wir einfach hier den Fender Works, den wir hier auch eigentlich gewinnen. Ist jetzt nicht so ultra sinnvoll, aber ist halt Early Access. Ich kann ihn hier schon benutzen. Also nutzen wir den Luxus und fahren damit mal den Berg hoch. Auch wenn keine Profi-Settings. Aber ich erspare euch die Mühe. Das wird nicht besonders angenehm anzusehen, wie ich da den Berg hochkraxel. Also sehen wir uns gleich oben auf der Spitze. So, wir kommen oben am Berg an. Der Defender hat es tatsächlich ziemlich locker gerockt. Und damit haben wir den nächsten Schritt der Story abgeschlossen. Nach 17 Minuten damit Schritt 5 hinter uns. Schritt Nummer 6 ist ein wärmendes Getränk für die Seele. Tag 6. Jetzt bin ich komplett in der Wildnis. Als ich gerade die Schönheit des St. Julian Peak bestaunt habe, bin ich einem Wanderer begegnet. Er hat mir erzählt, dass die Temperatur hier im Jahr 1916 innerhalb von 24 Stunden von 7 auf minus 49 Grad gefallen ist. Arschkalt. Zum Glück hatte ich ein paar Drinks im 4x4, um uns beide aufzuwärmen. Gut, klingt doch ganz gut. Die Berghütte südöstlich vom St. Julian Peak suchen wir. Ja, gut. Autsch, wir suchen also eine Berghütte ganz weit oben, südöstlich des St. Julian Peak. Der St. Julian Peak ist hier. Wir suchen südöstlich, also suchen wir hier eine Berghütte. Und ich würde sagen, das, ja, ist der perfekte Ort dafür. Also, Wegpunkt. Und wir sehen schon, das wird jetzt eine arschätzende Fahrt über den gesamten Bergkamm. Und das wird richtig eklig. Das erspare ich euch nur zu gerne, Leute. Wir sehen uns, wenn ich das hinter mich gebracht habe. Oh mein Gott. Aber gut, es ist eine Offroad-Story, ne? Und ganz ehrlich, irgendwie ist es ja auch mal geil, ne? Sowas zu fahren. Dieses ist ja arscheklig, das ist ja nur so die eine Seite der Medaille. Irgendwie ist es ja auch cool. So, jetzt muss man ja sagen, Gott sei Dank kann der Wagen mit diesen Bergen echt gut umgehen, weil das wäre sonst echt schlimm gewesen. Also macht das nicht mit einem Hypercar. Ganz ehrlich, nehmt hier einfach ein Rally-Raid-Fahrzeug, ihr werdet euch viel Mühe ersparen. Okay, wir sind in etwa mit derselben Zeit wieder bei der Hälfte der Story durch und machen weiter mit Schritt Nummer 7, die Forelle und der Bär. Tag 7. Heute habe ich eine Pause eingelegt, um zu angeln. Habe eine große Forelle gefangen. Als ich gerade dabei war, sie auszunehmen, hörte ich plötzlich ein ohrenbetäubendes Brüllen und sah, dass ein Bär auf mich zurannte. Also habe ich den Fisch fallen gelassen und mich in den 4x4 gerettet. Er hat ein paar Kratzer hinterlassen. Aber selbst ein Bär kriegt keine Dellen in einen Defender. Süße Story rein. Finde ich gut gemacht. So, wir suchen den Angelplatz im Glacier Nationalpark. Wir sehen diese Konstruktionsbrücke im Hintergrund hier oben an der Ecke. Und daran können wir uns orientieren. Und wir sehen die vereisten Berge im Hintergrund. So, Glacier Nationalpark Angelplatz. Das heißt, erstmal, Glacier Nationalpark ist hier oben. Wir suchen einen Fluss. Das heißt, wir haben sehr begrenzte Auswahl. Wir gucken nach der gelben Konstruktionsbrücke. Die muss ja irgendwo sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir in dieser Richtung suchen. Obwohl der Fluss ist zu klein. Nee, wahrscheinlich nicht. Das könnte die sogar sein eigentlich, auch wenn die nicht gelb ist. Aber hier ist halt auch so ein Angelplatz, ne? Ich dachte echt, die Konstruktion wäre gelb gewesen. Die Konstruktion ist auf dem Bild gelb, aber es ist trotzdem das Richtige. Das ist so dieses, da ist ja ein Zeitunterschied, ne? Zwischen der Story und dem Jetzt. Ich glaube, die bauen sowas echt in die Bilder mit ein. Das machen die schon mit ein bisschen Liebe. So, wie ist denn unser Weg darunter, sage mal? Wer fällt ein? Offroad. Okay, ja dann. Weiterhin mit dem Defender. Wir sind bei 25 Minuten und fangen an bei Schritt Nummer 7. Gut in der Zeit, würde ich sagen. Also sehen wir uns gleich beim Angelplatz. So, wir überqueren die Brücke und das bedeutet, wir nähern uns dem Angelplatz. Und an der Stelle, weil wir wieder bei der Hälfte sind, Leute, denkt dran, lasst hier mal ein Abo da, liked das Video, kommentiert es. Und ich hoffe sehr, ich habe jetzt genug gezeigt bisher, wo die Sachen sind. Ich war da jetzt ein bisschen weniger genau. Ich hoffe, dass es trotzdem gereicht hat. Der Angelplatz, für die, die es jetzt nicht genau wussten, ist vom Glacier Nationalpark aus in nördlicher Ansicht hier oben an der Kante. Und hier unter dem Air Race Event war unser letzter Wegpunkt. Also, dass ihr die zwei nochmal grob gesehen habt. Ich hoffe, ich war bis dahin genau genug. Schritt Nummer 8. Die Bridge over Troubled Water. Tag 8. Als ich heute, das ist viele Reden, ist für meinen Hals überhaupt nicht gut. Als ich heute eine Brücke überquert habe, fing sie plötzlich an zu wackeln. Das ist einer dieser Momente, in denen das Herz einem bis zum Hals schlägt, aber man nicht in Panik verfallen darf. Fährt man zu schnell, könnte die Brücke einstürzen.
Also bin ich schön langsam weiter und habe es zum Glück unversehrt auf die andere Seite geschafft. Defender 1, Brücke 0. Okay, die Holzbrücke in den nördlichen Rockies. Wir sehen so einen kleinen See, wir sehen hinten, glaube ich, eine Straße drüber fahren. Und da ist eine Landstraße mit dieser Holzbrücke. Und ich sehe Schienen, die das Ganze queren. Und das in den nördlichen Rockies. Das sind eigentlich genug Hinweise. Straße mit Brücke, Holzbrücke und Schienen mit Brücke. Alles nebeneinander. Wir suchen also erstmal die nördlichen Rockies. Das dürfte ja eigentlich, glaube ich, sogar noch mal ein Stück weiter links. Ne? Ja, genau, hier oben. Und jetzt suchen wir hier eine Stelle, wo eine Schiene, eine Straße und ein Weg das Wasser überqueren. Und das sieht für mich so aus. Hier ist die Straße, da ist der Weg, da ist die Schiene. Und da ist unsere marode Holzbrücke. Soweit super easy, schnell gefunden. Und vor allen Dingen komplett wieder über Straßen. Schluck auf, das brauche ich jetzt unbedingt. Das heißt im Klartext, wir wechseln wieder zum Bugatti. Das sollte uns auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ohne Schluck auf beim nächsten Checkpoint. So, wir erreichen die marode Holzbrücke. Und ihr merkt schon, meine Stimme wird genauso marode. Aber wir haben es geschafft, wir sind da und erreichen damit Schritt Nummer 9, den Raketenantrieb. Tag 9, jetzt bin ich in den weiten Ebenen. Ich kann über die Salzwüste hinweg bis zum Bonneville Speedway gucken. Da versuchen gerade ein paar Typen mit Raketen auf ihren Autos den Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Vielleicht sollte ich so ein Ding auf den Defender montieren. Blöde Idee. Aber gut, wir suchen den Rand des Abgrunds Südwesten der nördlichen Rockies und wir wissen alle, wo das ist. Nämlich direkt hier neben, wo der Tiefflug ist, ist dieser wunderschöne Berg. Und ich glaube, das hier war der markierte Punkt. Und da müssen wir jetzt hin. Und dafür, ganz ehrlich, nehmen wir uns wieder ein Rally Raid Auto, weil sonst dauert das ja Jahre. Da kommen wir ja sonst wieder im Leben nicht hoch. Also, da oben den Berg hoch und wir sehen uns, sobald ich die Klippe erreicht habe. So, wir kommen oben an. Das müsste jetzt, wenn ich recht habe, der Punkt sein hier. Dieser kleine Vorsprungsgipfel, ne? Oder? Ja, das ist richtig. Wo man genauso auf die Salzwüste gucken kann. Okay, und damit kommen wir zu Schritt 10, eine Zufallsbegegnung. Tag 10, so ein Zufall. Heute bin ich am Startpunkt eines Hinterlandrennens Richtung Küste vorbeigekommen. Und die Organisatorin hat mir erzählt, dass sie für ein Festival in Hawaii noch jemanden sucht, der Offroading repräsentiert. Und da kommt die Verbindung zum Motorfest. Okay, das heißt, der wird unser Ansprechpartner zu Offroad in Motorfest. Sehr cool. So, vielleicht wird das mein nächstes Ziel. Wir treffen uns zum Café, wenn ich in Seattle ankomme. Okay, das heißt, wir suchen den Startplatz des Rennens im Nordosten des Tahoe Forest. Und da müsste ja relativ offensichtlich so eine Rennanlage sein. Tahoe Forest, wo ist denn der? Links von hier wahrscheinlich, oder? Nordosten Tahoe Forest, ich nehme mal an, es ist das Live Extreme. Ja, es ist der Startpunkt von dem Live Extreme Event, also mal vorbeischauen. So, und auch da, glaube ich, fahren wir jetzt Offroad hin, einfach weil das ist alles Offroad. Es macht keinen Sinn, jetzt hier wieder auf die Straße zu brettern. Gut, wir sehen uns in 16 Kilometern Offroad. Heilige Scheiße, das wird dauern, so eine Entfernung Offroad zurückzulegen. Hallo, vor allen Dingen, wenn man sowas macht. So, ich habe jetzt mal kurz einen Blitzwechsel gemacht, nur dass ihr Bescheid wisst, das kann man machen, wenn man vorher als Favorit schon ein anderes Auto ausgewählt hat. Aber ihr seht, ich bin hier auf einer Straße gelandet, habe noch 13 Kilometer vor mir. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Topspeed werden, wir fahren hier sogar auf die Autobahn. Von daher lohnt sich da nochmal ein Blitzwechsel zum Hypercar. Ich hoffe, dass der Rest nachher dann auch relativ viel Straße beinhaltet. Okay, ein klein wenig Offroad, beziehungsweise hier so Landstraße, musste ich dann leider doch noch ertragen. Aber alles in allem würde ich sagen, hat das gepasst. War das eine gute Entscheidung im Hypercar? Hat mir auf jeden Fall Zeit gespart. So, vorletzter Schritt wieder unter dem Sternenhimmel. Tag 11, die letzte Nacht der Reise. Über mir glitzert ein unglaublicher Sternenhimmel. Die Welt ist so friedlich, wenn sie unberührt ist. Oh, meine Stimme verkackt wieder komplett. Leider ist nichts für immer. Morgen geht es wieder in einen lauten Großstadtdschungel. Ob die Frau von gestern mir wohl ein Angebot machen wird? So, fahre mit einem beliebigen Landfahrzeug vom Tahoe Forest südöstlich von Seattle zur Klippe beim Southern Cascades östlich von Seattle. Okay, ja, gucken wir mal, Seattle ist da. Dann würde ich sagen, ist das hier wahrscheinlich die besagte Klippe, oder nicht?
Es sollte ja östlich sein. Dann ist es das hier. Das sieht ganz genau nach dem aus, was wir brauchen. Aber da muss ich dann wieder zu Rally Raid wechseln, weil da ist jetzt wirklich nichts mehr mit Straße. Da ist ja wieder alles Offroad. Ein weiterer Cut. Wir springen zum Ziel. So, und da muss man jetzt einfach mal sagen, das sind so Momente, da bin ich froh, dass die sowas wie Stories machen. Weil, seien wir mal ehrlich, also diesen Felsvorsprung hier, den habe ich in der offenen Welt noch nie gesehen. Und ich finde, ganz ehrlich, den Ausblick ist es aber wert. Auch wenn es nur ein Spiel ist, das ist schon krass, sich das mal anzugucken, oder? Finde ich. Also, ich finde es echt beeindruckend. So, aber unser Ziel haben wir erreicht. Und wir haben wieder den letzten Schritt vor Augen und der heißt Motorfest. Ein letzter Schritt für meine Stimme. Tag 12. Ich bin in Seattle angekommen und wer hätte das gedacht? Die wollen mich als Offroad-Spezialisten bei Motorfest in Hawaii. Und sie stellen mir einen Hubschrauber zur Verfügung. Das ist ja der Wahnsinn. Morgen fliege ich rüber, also muss ich den Defender am Hafen stehen lassen. Aber macht nichts. Motorfest, ich komme. Schon geil, ne? Wie sie uns jetzt so in die Charaktere von Motorfest einläuten. Gut, dann holen wir uns mal den Defender. Und zwar am Container in Seattle. Terminal 42 ist es. Seattle ist ja direkt hier, ist keine große Stadt, kein allzu großer Hafen. Das macht's einfach. Hier ist ein Harbor. Ist das der Harbor, den wir suchen? Oder ist das der? Terminal 42, das ist es. Hier müssen wir hin. Dann würde ich sagen, machen wir mal die letzten paar Meter, wa? Mal gucken. 2 Minuten werden wir nicht schaffen, glaube ich, aber fast. Roundabout wieder 50 Minuten gebraucht. Den Sprung nehmen wir noch mit. Super geil wieder zurückgesprungen. Und damit schicke ich euch in den Cut. Wir sehen uns am Ziel. Tja, wer hätte das gedacht? Das wäre ja fast noch richtig knapp geworden, ne? 8 Sekunden, das schaffe ich nicht, aber nah dran. Also hätte ich da ein, zwei Bäume weggelassen, hätte das auf jeden Fall reichen können. So, jetzt müssten wir am Ziel sein. Bei. Hallo, Container. Bin noch hier. Oder ist es der Container? Der ist es. Aha. Okay, also eine halbe Minute verspätet. Aber ich bin da. Immerhin. Jetzt holen wir uns den Defender. Mit dem Defender. Sehr gut. Wir holen uns den Defender mit dem Defender. So muss das sein. Da sind die Bärenkratzspuren hinten drauf. Ah, nice. Ja, Defender mit Defender freigeschaltet. Aber nice, sehr nice. Pierce heißt also der Offroad-Spezialist in Motorfest. Wir dürfen gespannt sein. Sehr cool. Krass, okay. Ja, das war Story Nummer 2 und damit das zweite Story-Fahrzeug. Die anderen Stories sind ein bisschen kürzer, dafür kriegen wir da aber auch nur Outfit-Teile. Aber auch da lohnt es sich ja mal drauf zu gehen, sich die zu holen, die Sammlung zu erweitern. Wer weiß, vielleicht zählt das ja als Prestige-Objekt und wir dürfen die auch mitnehmen. Also, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Ich schone jetzt meine Stimme ein wenig und mache morgen weiter. Und wir sehen uns spätestens in, wann auch immer ihr weiterklickt, zum nächsten Video, weil die sind alle jetzt schon online. Macht es gut. Bis denn.